Der Song, den ich dir jetzt zeigen will, heisst Kinder vom Kolumbus von Peter Eber, ein ganz bekannter Song. Du kannst auch auf YouTube schauen, wie das der Peter Eber spielt. Ich zeige dir mal eine Version, wie du kannst einfach begleiten. Natürlich, es ist im Dossier Seite, jetzt muss ich mal selber schauen, Seite 62 im neuen Dossier. Wir schauen mal zuerst die Melodie an miteinander. Der fängt an mit dem C, das ist auf der A-Seite, dritte Finger. Das Lied ist in C-Dur, das heisst, ihr kennt kein Vorzeichen, kein Fis und irgendetwas, sondern wirklich nur die Stammtöne. Also, 1, 2, 3. Jetzt dasselbe noch in einer Oktave höher. Da fange ich mit dem C an. Da. 1, 2, 3. Das Lied begleite ich mal mit dem Muster da. Sehen wir das hoffentlich gut, genau. So, in Achtel. Das steht nicht im Dossier. Wenn du willst, kannst du es gerade so hinschreiben. Genau. Hier mache ich jetzt mal gar kein Vorspiel, ich zähle einfach an von den Namen. Natürlich kannst du selber ein Vorspiel kreieren, je nach Lust und Laune. 1, 2, 3, sie hei Wind in den Haaren und Sonne im Gesicht. Und wenn sie nimmer weh oder Hafer sie sticht, dann laufen sie aus und segeln quer über den Ozean. Sie sind überall gesehen und hei gleich kein Zuhause. Sie treffen viele Leute und sie gleich gängen allein. Wenn das Fernwesen packt, dann treibt sie quer über den Ozean. Ja, es sind Kinder vom Kolumbus, es sind Söhne vom Magellan. Und sie kaufen ihre Freiheit mit dem Weg über den Ozean. Was bei diesem Lied speziell ist, in den zwei letzten Takt haben wir eine Verbindung D-Moll, G7 und C. Dann haben wir eine 2-5-1-Verbindung. D-Moll ist die zweite Stufe und G7 wäre die fünfte Stufe in C-Dur. Also wenn ich Töne habe, C, D, E, F, G, A, H, C,
dann steht das D auf der zweiten Stufe und darum gibt es einen Moll-Akkord, D-Moll, und das G ist auf der fünften Stufe und darum gibt es einen G-Dur-Akkord oder eben G7, weil man das meistens noch zu einem Vierklang erweitert und darum ist das eben eine 2-5-1-Verbindung. Kommt viel im Jazz vor, in der Pop- und Rockmusik eigentlich auch. Ja, nützliche Sache. Die zwei letzten Takte kann ich aber ersetzen. Ich kann einfach sagen, den zweitletzten Takt nehme ich nur G7 und dann gehe ich gerade auf C. Das würde ich mal spielen so. Also, mit dem Weg über den Ozean. Und jetzt mit dem mal noch. Mit dem Weg über den Ozean. Also, 2-5-1 tönt ein bisschen runter natürlich auch. Macht es schon noch sinnvoll. Aber einfach 5-1, also G7-C geht also auch wunderbar. Als Abschlusspattern spiele ich noch das Muster, das im Buch steht oder im Dossier. Das sehen wir unten. Das könnt ihr auch im Calypso-Song nachschauen, wenn ihr nicht wisst, wie das geht. Und dort könnt ihr das, ich kann es auch mit Rasguiado spielen, aber eben, das ist im Calypso-Song. Ich spiele es einfach mal so durch jetzt mit dem. 1, 2, 3, sie haben Sonne im Gesicht, und wenn sie nicht weinen, der Hafer sie sticht. Dann hoffen sie aus und segeln quer über den Ozean. Sie sind überall gesehen und haben gleich gestern. Sie treffen viele Leute und sie gleich gegen allein. Wenn das Wärmwesen packt, dann treibt sie quer über den Ozean. Es sind Kinder von Columbus, es sind Zöhne von Magellan. Und sie kaufen ihre Freiheit mit dem Weg über den Ozean. Vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!